Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video Fato Gaming. Und kurz bevor das Video losgeht, abonniert doch mal den Survive HD. Der hat gerade mal 39 Abonnenten und er macht viele Fortnite-Streams und auch etwas zu Clash of Clans. Also auf jeden Fall wäre es ziemlich nett, wenn ihr ihm ein Abo dalassen würdet, denn das würde ihm auch ziemlich helfen. Und gleich geht's weiter mit dem Video. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen COC-Video hier auf Vato Gaming. Und zu Gast ist diesmal Parrot dabei. Hallo. Ja, und dann fangen wir doch gleich mit den Clan Games an. Ich nehme einen Ressourcentrank, zwei Mauerringe. Dann würde ich mir hier 1,2 Millionen, nee, ja doch, 1,2 Millionen Gold holen. Dann zwei Bauarbeitertränke, ein Buch des Feindens, ja, Buch der Truppen. Dann Buch des Helden und eine Rune des dunklen Elixiers. Nice. Dann geht's gleich weiter mit diesen Items. Hier sieht man noch das Leaderboard. Große Props an Headshooter 2, Insta, Alligator, Jonas, Zetarox, Pascal und Sinan. Im Shop, ja, gibt's nichts Außergewöhnliches zu sehen. Doch, warte hier, in diesem Shop. Für 55 Euro kann ich mir 70 Mauerringe, eine Rune des Elixiers, des Goldes und des Dunkelelixiers kaufen. Ja, natürlich kaufe ich das. Ist ja nicht irgendwie komplett übertrieben teuer oder so. Aber nee, nee. Vor allem, wir legen noch einen drauf. Man kann es bis zu viermal kaufen. Ja, wahrscheinlich. 220 Euro an einem Tag ausgeben. Das ist ein bisschen viel. Ich meine, da kann man auch einfach so irgendwie ein paar vier oder fünf Games oder vielleicht sogar sechs Games für die Switch holen. Gut, jetzt habe ich hier meine Clanburg. Das erste, was ich machen werde. Na, warte, wobei, warte. Ja, doch, nee, nee. Ich warte, bis mein King Level 35 ist. Dann nehme ich die Rune des dunklen Elixiers und das Buch des Helden und mache ihn dann auf 36. Und dann hätte ich, glaube ich, noch etwas Dunkles übrig. Und dann schaue ich, was ich in der Dunkel im Labor noch machen Ich werde. greife gerade mit den neuen Magiern an, also aus der kleinen Oh, die Level sind 8er schon. Magier. Warte, los, zuschauen bei Pirate. Level 8er Magier. Die sehen einfach schon sehr geil aus und sie machen Es ist ja auch. gerade direkt nach dem Rathaus 12 Update und da seht ihr die Level 8er Magier direkt live in Aktion. Also die sind etwas pinker und haben einen goldeneren Umhang. Also die haben goldene Ränder. Und die haben auch etwas mehr Leben und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Das Ja, Design. wie die gerade in der Mitte noch aufgeräumt haben. So, jetzt nehme ich mir auch das, was ich geholt habe, die 1,2 Millionen Gold. Ah, mir fehlt da noch was. Okay. Jetzt graden wir den Miner auf Level 2 ab. Boom. Ah, ich kann noch auf Level 3 machen. Okay. Und jetzt habe ich Miner Level 2. Und zwar 40 Stück von denen. Und ich mache gleich einen Mass-Miner-Angriff. Und zwar mit einem Frostzauber, den neuen. Aber das ist erst Level 1. Aua. Dann Level 2er Klonzauber, Level 2er Skelettzauber und dann noch zwei Wutzaubern, ein Heilzauber und noch ein Dieser ein Gem ist ja mal Eilzaum. so heftig. Eilzauber. Ach stimmt, jetzt ist gerade so ein One-Gem-Boost, also man kann jetzt alles für einen Juwelen boosten. Und man kann auch irgendwie Truppen und Zauber für einen Gem spenden. Das finde ich geil. Da kann man gerne. Kannst du mir noch die Siege Machine antworten? Ich hatte aber keine. Ja, stimmt, die Siege Machine, die will ich gerne auch noch haben. Der Alligator Wir ist. gehen mal kurz auf Rathaus 12, also auf den besten Spieler. Er ist jetzt Rathaus 12, Level 2. Natürlich Max ja, Electro Dragons. Wie viel hat er drauf? Er hat 9. Man kann maximal 9 haben. Nein, man kann mehr haben. Nein, man kann 9 haben. Außer in der Achso. Clanburg hast du noch einen. Ah, und dann noch mit denen. Aber hier kann man noch Was kann man? zwei Ballons dazu haben, sozusagen. Ja. Okay, schon krass. Na dann. Gehen wir doch mal in einen Angriff, würde ich sagen, oder? Ja. Und dann werde ich mir noch die letzte Verteidigungsgebäude aufstellen. Oh, Alligatorsrat ist 12. Oh, geil. Ja, ich gehe dann gleich. Oh, der hat auch Ich schon diese neue, der hat das neue Labor mache schon. einen kurzen Cut. Da wäre ich auch schon zurück. Und wie wir sehen, habe ich hier einen Gegner. Und ich habe noch nie mit meiner angegriffen. Und das hört sich auch irgendwie ganz komisch an. Okay.
Ich würde sagen, ich gehe von dieser Seite rein. Ja. Meiner, los! Okay. Mal schauen, also ich hab... Mit der Single Inferno? Man sieht ja meistens auch nicht wirklich was. Du hast Glück, dass er Single Inferno hat, gell? Ja. Yeah. Du hast einen Klonzauber dabei. Hier ein Klonzauber, dann einen kleinen Freeze, Skelette, Wutzauber und hier noch einen Altzauber, damit die schneller sind. Und dann schauen wir doch mal, was sie da machen. Also die geklonten Miner gehen aufs Rathaus und ein paar auf den X-Bogen. Und das geht raus. Das ist ja so OP. Die gehen ja so schnell hoch und runter seit diesem neuen Update. Das ist so krass. Also easy 2 Sterne. Das ist halt wirklich easy 2 Sterne. Und vor allem noch mit einigermaßen schlechten Zaubern. Weil ich meine, ich habe den Freeze Level 1, 2,5 Sekunden lang freezen. Und Skelettzauber, Eilzauber und noch irgendwie Klon. Also solche Sachen, die man fast niemals dabei hat bei Ground Attacks. Und ja, das kann sich sehen lassen. Dann schaue ich mal, ob ich was upgraden kann. Ja, genau. Hier, der Archer Tower. Der letzte. Da sind die Miner. Lol. Die gehen ja und graben nicht. Das ist ja auch lustig. So. Damit hätte ich jetzt alle Verteidigungsgebäude gebaut. Oh, so sieht das aus. Okay. Ja, ich habe jetzt alle Verteidigungsgebäude max bei Rathaus 10. Krass. Ich kann hier schon mal einen wegsetzen. Dann kann ich gleich noch einen abbauen, oder? Nee, kann ich noch nicht. Okay. Aber ich greife nochmal an mit der gleichen Taktik. Was musst du nochmal im Labor machen? Im Labor? Mhm. Mache ich gar nichts. Was musst du denn noch machen? Ich muss nochmal die Miner, den Babydrachen, Dragon, Kobolde, halt all diese Sachen hier. Das oh, noch einen. Ja, das wird noch viel. Lol. Hast du gerade deinen Soundtrack gehabt? Ja, Klambo kann man jetzt auch noch schlafen legen. Das ist auch ziemlich geil. Mach ich dann nochmal. Und. Kohle spenden. Oder meine, kannst du mir meiner spenden? Meine, okay, meiner. Wo bist du denn? Ich hab einen Kohle mal. Oh. Ja, ging auch schnell. Aber das kostet jetzt aber auch alles noch so nur zur Hälfte. Das ist auch geil. Ich will unbedingt nochmal mit meiner angreifen. Und so wie ich gesehen habe, brauche ich ja eigentlich gar nicht so viele. Eine Mauer von 10 auf 11 ist halt echt nochmal so viele Punkte. Ja, und die Mauern kosten auch richtig wenig. Nur noch 2 Millionen. Und du kriegst hier. Und ein Mauerring bringt dir 1 Million. Das ist geil. Und hier gibt es dann einfach nochmal vier neue Mauern. Aber ja, das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ja, ich warte halt einfach, bis ich 3,6 Millionen habe und mache die Kanone auf Level 16, dann kriege ich eine mehr von denen und das wird den Unterschied machen. Das ist so herrlich. Ja. Oh. Ja, ich würde noch einen Cut machen bis zum nächsten Angriff. Jetzt sind wir auch wieder da und ich würde dann jetzt von rechts kommen. Auch mal ein paar Minern. Ich mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, dass man hier so meine splittet. 2 Skelettzauber dieses Mal. Ja, dann werde ich sie hier bei der Doppelkanone und diesem schnell Scharfschützen, Bogiturm oder wie man das auch nennt, einsetzen. Passiert da irgendwas? Ja, schon. Sieht schon so nach aus. So, jetzt kommen die Miner. Da habe ich ein paar Riesen, aber ich glaube, die bringen mir jetzt nicht so viel. Da sind mir ein paar Miner rausgefallen. Nicht so cool. Und, oh ja, hier wird der Freeze ja mal richtig mega. Oida, nice. Du hast Freeze auch mal. Ja, also ich habe ihn zwar nur Level 1, aber er hat gerade für 2,5 Sekunden richtig viele Gebäude gefreezed. Einmal Skelette, dann den Inferno-Turm, die Doppelkanone und diesen kleinen gestellten Bogiturm. Boah, nice. Und schon wieder easy 2 Sterne in meinem Rathaus 10er. Also so leicht hätte ich es echt nie gedacht, dass es wird. Und ich glaube, ich brauche auch nicht mal die Quieten hier bei dieser Strategie. Und da habe ich natürlich noch die Riesen. Ja, ich glaube, die könnte ich irgendwie anders machen. Ich brauche Tunnelgrämer in meiner Klamburg. Riesen Level 9 sind ja so stark. Was ist das denn?
Na, ich glaube, jetzt sterben die wohl alle, oder? Doch. Ja, genau, die sterben ja noch nicht. Also ganz fast. Okay. Ja, ich habe das ganze Dunkel geholt. Aber dafür kriege ich noch ein bisschen Bonus. 1580. Und das ist ja mal ein bisschen was. Gut, aber ich glaube, das war's dann jetzt auch. Wobei, ja, ich kann nochmal angreifen, aber das mache ich im Offscreen. Also, ich hoffe, euch hat diese nice Update-Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr vielleicht neue Strategien sehen wollt, vielleicht für Rathaus 10 mit diesem Elektro-Dragon und den Minern. Und bis dahin, lasst krachen und ciao.